Moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe hier die Chance, euch das Horsch Aggrovation Pack vorzustellen. Ich war bei der FarmCon, dort wurde das Paket vorgestellt. Der ein oder andere hat auch schon den offiziellen Trailer dazu gesehen. Und ich hatte die Möglichkeit, euch noch ein bisschen Exclusive-Material dazu aufzunehmen. Das heißt, ihr könnt hier gleich noch ein paar Aufnahmen sehen von Details, die ich versucht habe aufzunehmen. Ich hatte natürlich das Equipment nicht dabei, aber ich habe versucht, das euch in dem gewohnten Qualität darzustellen, wie ich auch die anderen Videos versuche, immer zusammenzuschneiden. Das möchte ich euch natürlich hier nicht vorenthalten. Als Information könnt ihr hier natürlich auf der Seite von farmingsimulator.com nochmal gucken, was alles neu von Horsch dazugekommen ist. Es sind insgesamt 14 Maschinen, wovon ich auch eine Menge von vorstelle. Unter anderem ist die Pronto 3 DC nicht mit dabei, die ich vorstellen kann, aber von den anderen Maschinen viele und vor allem auch die Hacke, ein echter Hingucker. Wenn ihr auf den Horsch Aggrovation Pack vorbestellen klickt, dann könnt ihr auch hier schon sehen, ihr könnt 10% bis zum 24. Juli sparen. 10%, 8,99 dann. Im Folgenden seht ihr, dass ich 9,99 geschrieben habe. Da ist natürlich der Rabatt nicht mit einbegriffen. Ansonsten könnt ihr hier auch alle Geräte nochmal in der Übersicht sehen, die Details dazu anklicken, wie viel PS dazu benötigt werden für die jeweiligen Maschinen, falls euch Maschinen interessant vorkommen und sie für euren Spielstand relevant sind. Nachdem ich euch jetzt alle Geräte einmal schon gezeigt habe, möchte ich natürlich nicht vorenthalten, dass auch eine neue Karte dazu kommt, die ein realer Nachbau ist. Ich habe hier mal die Google Maps aufgerufen. Wir befinden uns hier in Tschechien. Das ist der Ort Knechtmošt und dort ist das Testgelände bzw. die Felder und Flächen, wo Horsch seine Geräte testet. Die Karte ist vielleicht euch schon bekannt aus dem LS17, aus dem LS19. Die wurde allerdings von Oxygen David einmal komplett neu gebaut bzw. neu aufgewertet und die ist in diesem Paket auch mit enthalten. Nun möchte ich euch aber nicht vorenthalten, was ich für euch an exklusiven Bildern auf der FarmCon aufnehmen konnte. An der Stelle möchte ich erstmal ganz herzlich mich bedanken bei Werner, der mich da ja quasi abgeholt und überrumpelt hatte, ob ich nicht die Möglichkeit nutzen möchte. Und dann gleichzeitig natürlich auch Danke an Giants, an Lars, der dabei stand und mich ein bisschen instruiert hatte, wie man mit dem Material da umzugehen hat. Was ich da aufnehmen konnte, war jetzt keine lange Zeit. Ich glaube, ich konnte aber auf jeden Fall die Sachen in den Fokus setzen, die mir selber aufgefallen sind. Unter anderem natürlich bei der Hacke, dass sich der Reihen oder dass sich angepasst ist auf den Reihenabstand der einzelnen Pflanzen. Das seht ihr dann aber auch in den Animationen schon in dem Trailer. Hier jetzt im Hintergrund zum Beispiel von Giants aus. Aber auch die Details von den Maschinen, die einfach unglaublich neu aufgesetzt, unglaublich detailliert sind und mit dem Paket aus dem 19er bzw. so wie es im 17er war, auch eigentlich nichts mehr zu tun hat. Genau, die Karte hatte ich erwähnt, ist von Oxygen David. Das Paket kostet insgesamt 8,99 bzw. wenn ihr es nicht vorbestellt, dann eben 9,99 oder aber ihr habt euch sowieso schon für den Season Pass 2 entschieden, wo auch das Hay and Forage Paket, das Göval Pack und noch weitere drin sind. Dann habt ihr das natürlich auch schon gleich mit inbegriffen und könnt dann am 25.07. gleich loslegen und euch das Ganze runterladen. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit den exklusiven Bildern. Da nochmal alle Informationen eingeblendet. Viel Spaß damit. Abfahrt.
Und damit denke ich, habt ihr auf jeden Fall ein paar exklusive Eindrücke von dem DLC bekommen, was da auf euch zukommt am 25. Juli. Nicht, dass das untergegangen ist. So ein paar offene Fragen, die sind auf jeden Fall auch mir geblieben. Zum Beispiel war es in dieser Preview-Version, die ihr da jetzt sehen konntet. Die ist natürlich noch nicht fertig. Das ist alles Work in Progress. Das steht auch unten links eingeblendet. Das war zum Beispiel nicht möglich für mich, da an den Shop zu gehen, um Konfiguration beispielsweise zu den einzelnen Geräten zu sehen. Und das ist natürlich nochmal ein interessanter Punkt, gerade bei diesen Verschlauchungssachen oder ob da ein zusätzlicher Saatguttank noch drauf ist, ob die Messerwalze auch beispielsweise hier bei dem Joker zu sehen eine Funktion hat fürs Mulchen, also ja, die Messerfunktion eben, die wir beispielsweise aus dem Mod vom Köckerling Rebell aus dem Mod-Hub kennen. Ob das damit eingebaut oder integriert ist, das sind natürlich noch offene Fragen, die ich euch so noch nicht beantworten kann, auf die wir uns wahrscheinlich alle so ein bisschen oder wovon wir uns überraschen lassen müssen. Wir haben als Betrieb für unseren Multiplayer-Spielstand auf jeden Fall die Horsch Joker 8RT schon bestellt und sind auf jeden Fall sehr gespannt darauf, was da die Messerwalze oder ob die Messerwalze da die Funktion hat. Ja, dann bei den Grober ist es auch beispielsweise interessant, ob da die Verschlauchung konfigurierbar ist, sodass man dann da eben mit Unterfußdüngung oder Gülleverschlauchung zum Beispiel arbeiten könnte. Ja, ob die Reifen, Packerwalzen etc., ob es da bei der Pronto-Aussparung geben kann, welche Konfigurationsmöglichkeiten da mit dem Zusatztank auch möglich sind. Ja, alles noch offene Fragen. Und ja, da würde ich mit euch genauso gespannt darauf warten. Die Karte, glaube ich, da konnte man schon den ein oder anderen Eindruck gewinnen, dass da auf jeden Fall einiges neu gemacht wurde. Die Umgebung ist, finde ich, wunderschön geworden. In der Gestaltung der Vegetation ist auf jeden Fall, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen Nachholbedarf noch da. Aber das lässt sich dann ja auch in-game ganz gut ausbessern, indem man hier und da nochmal einen Busch platzieren kann. So kann ich es mir zumindest gut vorstellen. Ansonsten von den Gebäuden her und der Umgebungslandschaft, die man da jetzt im Hintergrund auch sehen kann, finde ich wirklich schon sehr authentisch und kann ich mir tatsächlich als Karte oder Projekt ganz gut vorstellen, um da mal mit etwas größeren Maschinen arbeiten zu können oder eben genau das Vorstell-DLC dann auf die Probe zu stellen. Ich wünsche euch von hier auf jeden Fall viel Spaß mit dem DLC. Ich hoffe, es euch hat die Vorstellung auch gefallen, dass ihr damit ein bisschen was anfangen konntet, euch es weitergeholfen hat. Und ja, auch die Aufnahmen. Wie gesagt, normalerweise habe ich einen Joystick dabei, um mal die ein oder andere Kamerafahrt irgendwie mit einzublenden. Das habe ich jetzt manuell mit der Maus gemacht. Das sieht man an der einen oder anderen Stelle. Und trotzdem finde ich, ist das Material auf jeden Fall anschaulich geworden. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen oder auch einen Kommentar da und lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat, ob das DLC was für euch ist. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich im Münsterland wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.